So, wir haben jetzt Diamantenblöcke, die sehr viel schwerer sind als die Kisten davor. Danke, Maeve. Ja, stimmt, wir haben neue Mods. Wir haben sieht super cool aus, aber man kann damit kaum noch laufen. Das hat die Kiste ersetzt. Diese Achsen oder was? Ich glaube, ja. Wahrscheinlich, ja. Das ist auf jeden Fall wenig wert. Aber vielleicht liegt es doch daran, weil es doch alte Achsen waren. Aber dafür, dass sie so schwer sind, sind sie auch mehr wert. Shotgun lassen wir hier lieber mal liegen. Die packe ich auch gar nicht erst an. Nee, der Diamantblock ist 29 wert. Schade, das ist ja nichts. Dann lassen wir alles hier. Tolle Shotgun. Haben wir eine Shotgun, die wir ablegen können? Wir haben zwei Shotguns. Um zu testen, welche leer ist. Alter, was, wenn man den Chef damit schlagen kann? Sicherung oder die Endsicherung ausgemacht. Was sind diese? Achso, das ist Shotgun-Munition. Was, wenn wir das Tentakel für solche Sachen kaufen? Endsicherung? Oh mein Gott. Nein, ich hab's wieder angemacht. Ich bin doch kein Dummkopf. Was passiert, wenn wir auf das Tentakelvieh schießen, was unsere Sachen abkauft? Bin's raus? Ich denke, das geht einfach nicht. Oder halt mit der Schaufel draufhauen. Habt ihr verkauft? Ich denke, das funktioniert nicht. Nee, wir sind unsicher scheinbar. Ist die jetzt leer? Ja, ich glaube, die ist nicht leer. Die war nicht leer. Hast du geschossen? Oh mein Gott! Was piept hier so? Hab ich einen Tinnitus davon bekommen oder was? Aua, ich hab einen Tinnitus. Ja, Zombie hat geschossen. Warum haben wir denn jetzt. Wir haben noch einen Schuss. Warum haben wir die Shotgun denn verkauft? Hergeschossen und verkauft haben? Wir haben zwei Shotguns. Wir waren Nussknackermörder. Wir holen Shotgun. Das ist einfach mehr Geld für uns. Ja, okay. Let's go, wieso haben wir die verkauft? Hast du die nachgeladen oder legst du die Munition nur dazu? Okay. Können wir starten? Weil wir nicht die Munition für zwei. Wollen wir nicht was kaufen hier oder? Verkauft? Spraydosen. Aber, kann ich eigentlich die wieder leer machen hier direkt am Container? Wir haben einen neuen Mod, die sind jetzt unendlich und malen so viel besser. Ah, der ist schon getestet, ne? Habt ihr ihn? Ja. Oh, die sind auch richtig schnell jetzt, ne? Boah. Und man kann kann man sogar löschen. Löschspray. Kann man die Farbe ändern irgendwie? Nee, ist je nach Dose random. Okay, wir haben zweimal gelb. Cool. Oh, okay. Ich dachte, die kann man auswechseln, aber war vielleicht ein anderes Spiel. Also, es gibt unterschiedliche, die angucken können. Ich versuche, um die Leiche herumzusprühen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie er es angestellt hat, aber er ist plötzlich explodiert. Ich glaube, er wollte seine Schaufel aufladen. Oh mein Gott! Meint irgendein Kopf klar, dass die Schaufel man überchargen kann, in der Station oder so, ne? Ja, und ich glaube, er hat sich einfach umgebracht, schade. Hat er zweimal übercharged? Ich habe keine Ahnung, aber er hat scheinbar seine Schaufel aufgeladen und dann war er proof gone. John, wenn du da bist, antworte uns. Aber diesmal verkaufe ich ihn nicht. Nee, der bleibt hier. Ich hab hier alles Geld ausgegeben, also kein Problem. Oh Gott, ich sehe jetzt seine Shaggy-Augen. Nee, leider nicht. Okay. Ja, nämlich das Licht in seinen echten Augen ist erloschen. Guck mal, ob wir einen anderen Planeten haben, vielleicht, der... Ach, Johnny. Morgi ist sehr gefährlich, das Schiff ist aber gleich komplett gelb. Auf Waterridge will ich nicht jetzt gehen, Mann. Das ist ein Anti-Spray auf dich. Nein, das ist Respawn! Okay, wir starten? Ja, ne? Wir können starten. Ja, wir sind alle da. Okay. Wir sind alle da, ja. Monitoring my Flashware. Oh, gut. Sehr schön. Richtiges Sprayer-Video. Mein Gott, haben wir viele Taschen haben. Das Haus? Also, die große haben wir nicht verknappt geschafft mit den Item-Änderungen. Ja, ist nicht so viel Haus irgendwie. Doch, das ist das Haus vom Nikolaus, glaubt mir. Jungs, ich habe gehört, dass man mit der Schaufel. Ihr könnt die Schaufel aufladen, dann macht die mehr Schaden. Wollt ihr es ausprobieren? Mensch, ich frage mich, was passiert, wenn man es versucht. Willst du es mal probieren, Mori? Willst du mal schauen, was dann passiert? Mount Tipos bei mir. Das ist ja ekelhaft. Ja, die Farbe im Mund. Gelb. So kann man seine Zähne auch, so kann man jetzt seine Zähne auch gelb machen, wenn man will. Mod-Planet oder nicht Mod-Planet?
Mogi, lad mal die Schaufel auf. Ich lad nicht die Schaufel auf, wir gehen jetzt auf den Planeten. Mod-Planet heißt ja nur, dass die Keulets mich jagen. Lad mal die Schaufel auf. Die Keulets jagen dich. Wie mache ich denn das Anti-Spray? Fully, lad mal die Schaufel auf. E gedrückt hat. Also E gedrückt halt. Ich hab meine Antwort gehört. Ich hab den B. Okay, so. Was haben wir? Oh mein Gott. Laut. Morgi, hast du gehört? Hä? Nee. Fucking Minecraft ist anders gemeint. Ja, ich hab schon alles wieder weggemacht. Das ist Sprinten bei Minecraft, ne? Oh Mann. Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Minecraft Sprinten und Minecraft Sneaken ist genau andersrum als in. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist nichts. Oh mein Gott, es ist so viel heller. Es ist so viel. Ich kann so viel mehr machen. Ich hatte mein Wissen nur. Verrückt, wie das funktioniert. Ja, stell dich vor. Ich find's gut, dass Johnny jedes Mal, wenn wir. Ich kann dich auf Minus runterstellen. Ich find's gut, jedes Mal, wenn wir das Spiel spielen, dass Johnny was Neues über Videospiele erfährt. Daran erkennt es der Mann, kennt nur Bobby Zowie. Jeden Tag. Aber er hat Videospiele gespielt. Hallo? Nicht normalerweise immer was im Schrank? Aha! Ich hätte zwei dicke Schrauben. Willst du auch eine? Nee. Ja, ich kann hier mal was hinmalen. Meine zwei. Was soll das darstellen? Eine Brezel? Das ist eine komische Brezel. Moment. Eine halbe. Geschenkt! Das hab ich mir verdient. Willst du öffnen? Das heißt, wir machen es jetzt auf. Shit! Weißt du was? Ich hab schon. Ich kann die auch mitnehmen. Ich hab schon Zeug im Inventar. Meins ist fast voll. Oh mein Gott! Moment. Wo sind die Kichererbsen? Wir sind aber so auf der Spur. Oh, ich glaube, das ist ein Rätsel. Ja, wieso, kannst du mir sagen, was die Lösung ist? Ja. Oh, ich wollte eigentlich mal Walkie-Talkie nur anmachen. Ah, oh, ich muss auch machen. Johnny, mit rechter Maustaste scannst du. Ich weiß nicht, wo geht's lang? Am Weg? Morgi, hat mich schon eingegangen. Ah, stimmt, danke. Jetzt bin ich verkehrt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es entlang geht. Draußen. Dann sollte hier jemand sowas schreiben wie... Eingang. Das muss an jeder Tür jetzt schreiben, damit wir wissen, wo es rausgeht. Eingang. Moment. Jungs, wo seid ihr? Eingang. So. Eingang. Das kann ich fast lesen. Man erkennt fast, dass es Latein ist. Okay. Wo wollen wir hier unten entlang, oder was? Ja, magst du einfach so eine Linie am Boden malen? Oh, da ist Wellblech! Oh, Wellblech. Okay, danke, ich weiß nicht, wo es zurückgeht. Ja. Ich finde gut, dass der Motto-Spray auch leiser gemacht hat, sonst wäre es echt ätzend. Bei mir ist es voll laut. Gibt's nur einen Keulen? Aber das ist uns nicht, das ist nur Mail. Nur ja, Mail ist auch saftiger. Okay. Ja, genau. Dann bin ich in Tune. Ist der Mann mit dem Spray? Da ist ein Coilhead gerade durchgerannt, glaube ich. Ja, darüber haben wir gerade geredet. Ah ja, da ist er ja. Der ist hinter Mayfair. Ach so, okay. Deswegen meinte ich, der Mayfair ist ein saftiger. Vielleicht können wir ihn ablenken. Ich glaube nicht. Doch, nee, doch. Der ist gerade so, als wären wir gar nicht da. Oh, du machst ein Schild. Ja, Mave ist da lang. Oh, da fällt der 100 Pro rein. Okay, jetzt musst du noch einen Pfeil machen in der Richtung. Ja. Oh, das ist ein langer Pfeil. Ich bin nicht die ganze Zeit. Nee, nichts, okay. Yippie! Oh Gott, ich hab dich gekriegt! Wo willst du hin?
Hast du Mave? Ach, das ist der Coilet wieder. Der macht die Sounds, als würde er angreifen, aber er greift nicht an. Ich glaube, die können nicht angreifen. Yippie! Ich kann nicht angreifen! Der Coilhead oder der Yippie? Ja, der hat die Angriffsgeräusche gemacht, aber ist nicht losgeflogen, also der ist auch verbuggt, sehr gut. Läuft gut auf den Planeten. Yippie, ich bin süß, wenn die einfach harmlos sind. Tja, dann ist es der Lethal Podcast jetzt, weil ich glaube, uns bringt halt nichts um, außer Freddy. Der Lethal Podcast? Das ist jetzt einfach nur noch Company. Ja, wir sind hier nur für den Audiofilter auf unseren Stimmen. Oh, ein Stomper, okay, der kann angreifen. Was ist ein Stomper? Ist das der Kriecher? Ist irgendjemand am Schiff und weiß, wo ich rauskomme? Morgi, kannst du das, dass du vier verschiedene Monster-Kriecher nennst? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich meine kein Creeper. Der die ganze Zeit stampft, ist der Stomper. Okay. Oh Gott, der Coilhead! Ich liebe ihn. Da ist übrigens das. Da ist das Gitter da offen. Also sollten wir vielleicht die Decke im Auge behalten. Okay. Ah, jetzt wieder so, hier. Wer war das? Ich. Okay. Ich liebe den Coilhead. Er ist so lustig, oder? Die Laufgeräusche. Er ist ein bisschen auch wie so eine Motte. Ja. Der Stampfende hat mich auch komplett ignoriert. Oh. Und ich glaube, alle die Monster scheinen ungefährlich zu sein. Mate ist halt 100% schon tot. Aber der Keule ist. Hab ich jetzt nicht verstanden. Da, Freddy. Hi, Freddy. Da ist Freddy und er greift an. Er ist doch nicht. Okay, wir gehen jetzt Fully. Okay, der ist weg. Mit Zombieslasche. Fully, wo geht's raus? Ich hab noch keine Ahnung. Du hast das Spray. War überhaupt Digga, das ist zu echt. Wo zum Fick ist Johnny? Johnny, du hast dich unmuted. Oh, das ist Monster. Johnny, du hast dich unmuted. Oh, leg bitte die Mute-Taste nicht auf R, ändert es bitte. Johnny, wenn du ein Monster bist, würdest du uns sagen, oder? Sagst du es uns? Johnny? Kleines Monster? Ich würd's euch sagen, ja. Monster mit Brille? Yippie? Sie kennt ihn schon. Yippie! Oh, die kannst du mitnehmen. Dann spring ich mal zurück. Wenn ich sterbe, tut's mir leid. Es tut dir gar nicht leid. Seid ihr noch irgendwo hier drin? Ja. Ich hab die Hände voll und finde keinen Ausgang. Ich glaube, wir sind links lang rausgekommen irgendwo. Komm mal mit. Zombie wurde von Freddy gefressen. Hast du schon Maves Leiche irgendwo gesehen? Ich hab nur Fake Crewmate gesehen, glaube ich. Hier war doch der Freddy. Hier kamen wir doch gar nicht her. Meinst du? Scheiße. Ja, pass auf, wir gehen hier hoch, Fully. Ich hab. Moment. Du hast einen Moment? Hier ist eine Schaufel. Ich hab eine Schaufel mitgenommen. Oh ja. Ich hab nicht mehr viel Taschenlampe. Johnny, hast du Taschenlampe für mich? Ah, da bist du. Ja, dann kannst du mir doch die restlichen Batterien geben. Da wäre auch eine Taschenlampe gewesen von Zombie wahrscheinlich, aber ja. Ist okay, ich hab ja noch. Geh vielleicht mal vor, ich sehe nicht so viel. Okay. Ich höre Schritte. Jetzt ist nur die Frage, kamen wir wirklich nicht von irgendwo hier? Kamen wir von da oben rechts vielleicht? Von da oben? Meinst du nee, oder? Nee, da kamen wir gerade eben erst. Waren wir hier links schon drin? Gute Frage, vielleicht waren wir da. Vielleicht meine, wir sind irgendwo. Ah, nee, hier ist der. War es, okay. Ich denke, wir müssen durch die Gänge beim Freddy durch. Da sind nämlich Gänge und da waren wir. Also hier hingekommen irgendwo. Ah, ja, versuchen wir es. Yippie! Johnny, da war ein Yippie. Ich glaube, das war ein Fully. Was mache ich jetzt?
Mogi, Taschenlampe für dich. Du meinst es doch früh. Beantworte doch bitte die Frage. Dich in die Ecke kauen und bluten. Yippie! Ja, das hab ich auch gehört. Fröhlich, ich höre Schritte laufen. Überstopft hier rum, ja. Oh, da geht's nicht weiter. Okay. Vorsichtig. Es war ein bisschen verzwickt, die Taschenlampe in den Slot an der Seite zu bekommen. Oh, das ist doch wahr! Mama mia! Au, 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 au! Was? Bulli, wir haben keine Zeit mehr! Nein! Nein! Johnny, bist du am Schiff? Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren! Ich kann die Taschenlampe nicht anmachen. Aber hier ist meine Linie. Oh mein Gott, die Linie führt ins Nichts. Oh mein fucking Gott, ich habe doch diese ewig lange gelbe Linie am Boden Oh mein Gott. Oh Gott, der Coilhead. Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich jetzt an dem Punkt noch suche, weil. Geh mal weg! Ja, das sieht eher ungünstig für mich aus. Vielleicht hätte ich mehr schleichen müssen, ne? Ah ja. Sind wir alle tot? Oh mein Gott. Ja. Das war die Runde. Ja. Dabei war ich so verloren. Ich war mich so gut, diese Hunde erwischen mich am Ende immer. Ah doch, wir haben Ausrüstung gehabt, ja. Schaufeln. Aber es war ein bisschen seltsam, ich habe keinen Mob angegriffen. Ich glaube, ich bin verbuggt. Nein, das hatten wir erst außer ein bisschen, aber wir haben. Du aufgestanden bist. Bitte? Ja, du wurdest vom Hund getötet. Steht auch da. Stehend rumgelaufen und dann kam der Hund. Nee, der schon, aber da drin hat mich dieser komische Federkopf. Der war hinter Mayfair. Ja, der war okay. Der Coin ist. Hat sich der Coin hätte eigentlich erwischt, Mayfair? Der hatte gar keinen Bock mehr für mich. Auf mich. Mayfair ist von Fire Exit gestorben. Oh. Was du auf der Flucht vom Coin hat? Gar nicht mehr rausgefunden. Man kann die Schaufel übrigens aufladen. Ich hab keine Schaufel mehr. Na, schade. Das ist Shotgun. Die hatte, glaube ich, sogar jemand mitgenommen, oder? Hat jemand mitgenommen, die Shotgun? Jetzt hat doch niemand die Shotgun mitgenommen. Nein. Muggi? Okay. Oh, warte mal, erzähl die Shotgun, als sei der Verkauf. Ist es wahrscheinlich, weil wir. Wir hatten zwei Shotguns und wir haben eine. Ich glaube, Muggi hat sie mitgenommen. Die Shotgun zählt als Schrott, die Shotgun. Ja, die konnten wir verkaufen, das ist jetzt weg, ja. Ah, okay, ja, das ergibt Sinn. Ja, jetzt müssen wir nur eine Menge Kohle reinholen, sonst sind wir ein bisschen am Arsch. Der Stamm, wenn du dich angegriffen hast, du ihn gehauen? Ja. Ah, okay. Weil der ist halt auf dich zugerannt, deswegen. Achso, ja, wenn er auf dich zurannt, dann war er eh schon im Angriff. 531 ist schaffbar in zwei Tagen. Sehr schaffbar. Okay, Mogi. Ja, bitte. Ganz wichtig. Drück einmal 3. Was? Drück einmal 3. Und jetzt drück nochmal 3. Oh mein Gott! Das ist perfekt. Ja. War das einer der neuen Mods? Die so nee, das ging schon über die ganze Zeit. Okay, Jungs. Oh mein Gott, wie haben wir das nie gemerkt? Und das Klatschen geht auch schneller, wenn man zweites Mal 4 drückt. Ja. Was haben wir denn? Stimmt. Wir gehen einfach rein, oder? Meine Welt verändert sich gerade. Ah, hier ist wieder so dumm, den Eingang zu finden. Und das sagt einer mit kein Gegenargument, ich wollte nur wissen, ob du das meinst. Oder ob du. Sprichst du mir, Jonathan? Oder ob du was anderes vorhast, als einfach reinzugehen. Vielleicht will ich sabotieren. Ich will nicht meine eigenen Ziele verfolgen. Das traust dir zu. Alter, ich schaff diesen Sprung darüber nie, ne? Ich probier's nochmal. Es ist halt so, Johnny, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Yippie! Hä? Also es geschafft. Wie ist das möglich? Yippie! Er schafft's nicht. Ich schaff das nicht. Er schafft's nicht. Johnny, du verstehst es einfach nicht. Was für ein Signal kommt hier rein? Oh mein Gott! Wii U. Was? Endlich das Video, das habe ich nirgendwo gesehen. Ich habe die Wii U. Jungs, warum haben wir die Wii U? Moment. Maeve, hast du eine Wii U? Jungs, warum habe ich die Wii U? Ja, du auch. Maeve hat eine Wii U. Ich wiederhole, Maeve hat eine Wii U. Wii U, Wii U.
Man kann mir reißen auf jeden Fall. Wer war das? Johnny, bist du am Schiff? Johnny, hast du etwa das Metal Sheet übersehen? Nee. Na, okay. Doch, hast du. Nee, hat nein gesagt. Das wurde nicht, sehr gut. Wo lag es denn? Ja. Da, ja, die sitzt! Na, welche Leiche? Komm du mal rüber, mein Freund, dann reden wir über unsere Top 5 Wii U Spiele, die im ersten Quartal von 2015 released wurden. Du fängst an! Oh mein Gott. Okay, Zommel? Ja? Für dich. Ja, jetzt? Du hast Venom Schild. Ja. Stimmt. Mit was hat Mommy uns angeschrien und warum hat er uns fast das Geschütz gebaitet? Keine Ahnung. Ich hab gesagt, du, wir nennen jetzt alle unsere Top 5 Wii U-Spiele aus dem ersten Quartal von 2015 und du fängst an, los. Gib eine Liste, welche rauskam. Leute, ich hab TNT und Schaf. Der Zusammenhang ist erstmal egal, aber ich hab's. Ich kann dir nicht mal sagen, in welchem Jahr meine Lieblingsspiele erschienen sind. Ja, ich auch nicht. Also, ich muss. Hä? Wo hast du Moggy? Oh mein Gott! Johnny hat eine Katze ignoriert. Und der lag hier so rum. Shit. Tja, ich, im Pilz abgehört, hab ich eine Zeichnung gegeben von uns. Da stand bei Moggy, oh mein Gott, und ich hab's genau mit dieser Stimme wieder gehört. Ist Johnny schon tot? Warum nicht? Johnny ist weggerannt. Eine Biene! Oh Gott. Was? Ich dachte kurz eine Biene, Nate. Außerdem möchte ich nicht. Ich hab keinen Herzinfarkt bekommen. Ich lebe! Geld, okay? Ich mach mal mein Rocky Talk an, okay? Wenn Morgi die Biene in Isaac findet. Ist doch jemand im Schiff, der die Nachricht geschrieben hat? Ich hör nicht mehr, wenn du es in die Hand nimmst. Schade. Echt nicht? Nein. Was hör ich? Komisch. Lass die Biene fallen. Ich glaube, ich will für uns Funksprüche austauschen, aber das geht nicht, weil immer nur so Fetzen ankommt. Da ist eine Mine, oder? Ja. Da ist eine Mine, Johnny. Pass besser auf. Keine Sorge, ich hab das TNT. Wo ist das Gehirn? Ich glaube, man kann Funksprüche funktionieren, glaube ich, aus dem Schiff aus nicht, wenn man diesen Monitor offen hat. Laserpointer. Ich wollte mein Walkie-Talkie ausmachen, aber ich höre. Ja, das mit irgendeinem Mod so. Das haben wir irgendwie festgestellt, dass die Funksprüche von Zombie auch nicht. Hey, Zombie, du hast ja gerade was übersehen. Eine gute Dose. Ja, ist ja auch in der Ecke hier versteckt. Eine gute Dose mit Bohnen. Ich hab den Mod deinstalliert, der den Scan noch besser macht. Ja, aber nicht, wenn man den Monitor offen hat. Sowas musst du finden jetzt. Die versteckten Sachen. Also, wenn man am PC. Sven, ich will versteckt, zwar. Oh mein Gott, kannst du bitte dein Walkie-Talkie ausmachen? Ich kann mich null konzentrieren, wenn der die ganze Zeit labert. Okay, warte, ich. Warte, ich mach jetzt aus. Moment, ich muss nicht. Wir melden uns ab. Okay. Ah. Oh, schön. So viel ruhiger auf einmal. Was hat denn die ganze Zeit gesagt, wo ich hab gar nicht zugehört. Ich hab auch nicht zugehört, aber ich hab halt die ganze Zeit dieses im Ohr gehabt. Vielleicht habe ich dazu beigetragen, weil ich die ganze Zeit Walkie-Talkie gedrückt und irgendeinen Schwachsinn geredet habe. Vielleicht habe ich ihn zu diesem Verhalten ermutigt, zugegeben. Ja, dann, ist auch in Ordnung. Ja, gut, habe ich halt nicht gar nicht. Ich höre ihn schon wieder, habt ihr euer Walkie-Talkie? Johnny, macht das Walkie-Talkie aus. Ach so. Oh mein Gott. Was sollte das, Johnny? Ach, da ist ein Schleim da drüben. Und da ist so ein noch nicht gefunden. Ein Schleim? Ach, macht der Schleim die Johnny-Geräusche? Was stampft hier? Oh nein. Die Kamera raus aus dem Nebel. Ah! Oh Gott! Na, dann war das nicht die Lösung. Ich hab die Tür zugemacht. Jungs, hier ist ein. Ich hab den Ausgang! Hier ist so ein Vieh, ne? Seid vorsichtig. Ja, ist mir aufgefallen. Habt ihr noch was zum Tragen? Das ist eine oder gute Frage, Johnny, das werden wir gleich sehen. Haben wir noch was zum Tragen? Lebt ihr noch? Johnny, rennt da doch nicht einfach so rein! Oh mein Gott, nee, was machst du? Nee. Ich will ihn retten. Ich bring das Zeug zurück. Unglaublich. Er weiß, dass die Monster da sind. Und er macht einfach die Tür auf und rennt rein. Oh Gott.
Nee, 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 nee. Ja, da muss ich erstmal zum Schiff zurück, du. Die Frage ist nur, wo war das Schiff? Oh Gott, warum. Warum vergesse ich immer, wo es jetzt zurückging? Nee, hier ist das Teil, hier ist das Schiff. Ich glaube, ich bleib dann auch direkt mal hier. Ziemlich langsam ein bisschen spät. Und irgendjemand muss ja ein bisschen im Schiff bleiben. Problem ist nur, das Zeug, das ich mitgenommen habe, ist komplett wertlos. Wo war das Schiff denn? War doch irgendwo hier. Verlaufen, oder? Ah, okay. Nee, er ist hier. Er hat. Nein. Nice. Nicht so laut, nicht so laut, hier sind Hunde. Kann ich bestätigen. Wir können hier rein. Ja. Ah, hier ist nichts, keine Gefahr, korrekt. Ah! Oh Gott. Okay. So. Ich habe überlebt, aber ich habe nichts gesammelt, leider. Tut mir leid. Ich habe ein paar Dinge. Ich habe 3 Stück gesammelt. Fucking Schaf. Der Schaf ist von mir. Warte, das gefällt mir auch nicht, dass das Geräusch wirklich so klingt, als ob es gefährlich ist. Warum höre ich Johnny? Entweder bitte den Shot. Abfahrt? Ich weiß dann, Mori, das Problem ist, ich weiß gar nicht, wann ich R drücke. Komme ich da einfach aus Versehen drauf? Ich weiß auch nicht. Sind die anderen tot? Ja. Ich hab die ja hier, deren Leichen liegen hier neben dir. Ich meine, die sind relativ am Eingang gestorben, aber. Mogi, hinter dir. Ja. Die Leichen sind da. Ja, und die haben trotzdem Sachen dabei gehabt. Ja, ich meine. Ich würde nur verrecken auf dem Weg, das zu retten. Ich bin schon losgeflogen, Johnny. Ich bin losgeflogen. Warum ist die Tür offen? Keine Sorge. Ich glaube, ich bin losgeflogen. Komm, schalte ich am meisten Spaß? Ich glaube, du hast mich aus dem Weg gedrückt. Ich habe gerade das Disco-Nitro abgestaubt! Yes! Yes! Warte mal, wie hast du das geschafft? Tja, gut, dass du fragst, Fuli. Also, ich hab da so einen Link. Musst du versprechen, dass du draufklickst. Okay. Ich habe gesehen, dass du versucht hast, mich zu retten. Ich respektiere das. Ja, ich. Er wusste, dass Monster sind und er ist einfach reingerannt. Ich respektiere das nicht. Ja, naja, das Monster war ja in dem Moment vielleicht nicht mehr an mir interessiert. Er hat die Gefahr gut eingeschätzt. Ich wollte die Leiche hinter dem Monster schnell aus dem Weg snacken und dann abhauen halt. Weil der Ausgang war ja direkt da. Wie viel ist das Zeug, das wir hier haben, wert? 190, das ist nicht gut. Wie viel brauchen wir? 530. Ja, Ja, das ist noch einiges. Ich mach, es reicht die Runde. Ganz ehrlich. Ja, ich probiere mein Bestes. Guck mal kurz, ich glaube, der Mond bringt nicht so viel Geld, oder? Warum? Warte, ich guck mal, welche Moons wir denn so haben. Ich bin jetzt ein neuer Spieler, ich hab das Game jetzt nicht mehr so dunkel. Ich wäre sonst Modplanet Aquatus oder so gegangen. Mit, ne? Halt einfach. Nee, wir gehen auf Offense, es regnet nur. Wir müssen nur von Treibzeit aufpassen. Pass mal auf. Hey, okay. Zombie, kennst du das schon? Ja. Er ist nicht drauf reingefallen, ne? Naja. Übrigens in dem Raum, wo ich das Zeug gefunden habe, irgendwo eine Katze gehört, aber ich konnte sie leider nicht finden. Tja, jetzt die Katze tot wegen dir. Klappe, jetzt ist die Katze tot. Toll gemacht, Fully. Oh, es tut mir echt leid, Mann. Ich wollte auf das Rohr springen. Hoch, droppt es runter, okay? Dann müsste ich es wieder wegräumen. Was droppst du runter? Leer. Was? Ach so. Ich flieg da kurz hoch. Da hat's wohl jemand nicht aufgeladen. Ich ertrinke. Ich ertrinke. Das kann doch nicht wahr sein. Zombie? Kann jemand den Teleporter benutzen? Guck mal hier, Das kann doch nicht wahr sein! Oh nein! Ich mach mal den Teleporter, Jungs, ja. Können wir den nicht mal.
Können wir den nicht wiederbeleben? Nein. Das kann doch nicht sein! Guter Versuch, Rafa. Oh, oh shit! Warum ist genau? Vor allem, es war so dunkel und ach, das ist so ärgerlich. So, bitteschön. Könnt ihr den wegräumen oder mitnehmen? Ich hab ihn runtergedroppt. Hier liegt er. Kennt ihr ihn? Genau, unter dem Rohr. Genau. Okay, ich guck mal hier oben rein. Bis dann. Ja, dann zeig doch mal, dass du da oben, dass du auch da, den Schneid hast, um da oben reinzukommen. Mit Schrei im Hintergrund. Ah! Sind die Geister oder so? Sieht echt ein bisschen hell aus. Ich kann einfach das Schiff wegfliegen lassen, aber ich will ja nicht der Typ sein. Ein bisschen heller gestellt ist. Das ist schon in Ordnung. Solo-Adventure, let's go. Ich werde instant von Minecraft Steve aber begrüßen. Oh, Minecraft Kürbis! Oh mein Gott, den hält man im Gesicht. Und zwei Hände. Okay. Hallo Steve. Plump. Gefällt mir. Kürbst du mich auch gleich raus? Was machen die anderen? Aber hierüber geht ja auch nicht. Überall. Oh, ich will John die Sprung sehen. Ach, ist er schon einmal runtergefallen? Naja, irgendwie ein bisschen Sprung. Komm, Johnny, du schaffst das. Du musst einfach nur im richtigen Ich hab eigentlich immer einen ganz netten Weg nach Hause, finde ich. Vielleicht ist da kein Treibsand. Einfach nur die Leertaste drücken, Johnny. Ja, eigentlich muss ich es jetzt schaffen, ne? Da unten ist wahrscheinlich Treibsand. Du musst nur die Leertaste drücken. Komm schon, Johnny. Boah, ich kann grad nicht rennen. Perfekt. Ausdauer, Johnny, die ist wichtig. Es ist so einfach. Ich dachte immer, der Sprung wäre knapp. Deswegen bin ich so spät wie möglich losgesprungen, aber da hatte ich nicht mehr die richtige Höhe. Davon rede ich. Ja. Oh, eine Batterie gefunden. Die nehmen einfach alles mit. Ich hoffe, bald stirbt jemand, damit ich nicht alleine hier. Ah, fuck. Ach, Junge. Ah, vielleicht haben wir gleich Gesellschaft. Sollte ich Zombie schon lauter stellen? Wie ist denn der einfach? Nee, der schafft das, der schafft das. Die Tür hinter dir ist verschlossen. Ja. Ich weiß auch nicht, wo er hin ist. Ich glaube, es ist jemand anderem gegangen. Oh, Johnny, was passiert? Ich weiß nicht, ich habe direkt den Springlock da angelockt. Also, der hat es auf mich abgesehen. Und dann war ich einfach tot. Ich dachte, ich gucke ihm jetzt ins Gesicht, aber er kam vielleicht von der anderen Seite. Muss er? Weil wer nochmal, ich musste es reintauchen, damit ich escaped haben kann. Rennt der irgendwo hin? Ein guter Tag, Mogi. Ja, bei mir auch. Bei Zombie ist irgendwo noch ein Coilhead. Wenn ich mich auf den Rand stelle. Ich glaube, ich habe ihn offiziell sehr verwirrt. Er ist offiziell sehr verwirrt. Hallo Steve. Wie geht's? In der Matchbox. So, was, Maeve? Ja. Oh, Fully lebt auch noch. Oh, der Coilhead ist zu den beiden rüber. Oh ja. Du mich bewegen können, frei. Der hat mich umgebracht, aber ich dachte, er rennt mir hinterher, deswegen habe ich mich zu ihm umgedreht, aber anscheinend kam er da schon vorne. Ja, ich weiß auch nicht, der kann irgendwie. Ich glaube, er kann sich warp, wenn er einen Spieler targetet oder so. Also ich habe halt leider nichts gesehen. Ich war einfach die Tür zu. Und dann können wir erstmal rausgehen. Ja, der ist ein bisschen, der ist sehr schnell. Okay, aber gute Arbeit von den Buben hier gerade. Ja, schon einer die Sachen. Das könnte schon einiges wert sein. Und schau dir mal Zombies Kürbis an. Wir sollten beide das zurückbringen. Hast du den Kürbis schon gesehen? Oh ja! Jetzt könnt ihr die Hunde wahrscheinlich nicht mehr sehen, wie die Enderman. Oh, das wär's. Das wär super. Boah, ich wünschte, man hätte so ein Update für den Teleporter, wo man Leute einmal so wiederbeleben kann, für ein bisschen Geld oder so. Na, das ist schon gut, dass es keine Wiederbelebung gibt. Naja, ich finde, sie sollte halt selten sein, aber es wäre cool. Na, das würden die Spieler zu sehr ausnutzen. Hm. Ja, ich meine, Spaß kann man nicht erlauben. Fully. Oh. Was macht Fully da? Ach, er hat eine Made im Kopf. Ja, aber ich höre ihn total. Hallo, Fully. Oh mein 30, Gott, sah das fies aus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du hattest eine Made auf dem Kopf. Der Coilhead war auch noch hinter dir her.
Ach, du auch? Ja, das habe ich am Ende jetzt noch gesehen. Ich habe die Schamade gar nicht bemerkt. Ich habe mich umgedreht, weil ich dachte, ich habe Maeve gehört. Da kann man sich echt beschweren, dass du nicht bist. Wie geht's den anderen? Uli hängt in irgendeiner Wand. Sind tot? Die sind alle tot. Der Kopf. Ah ja, der war bei mir auch. Und ich hab ihn noch motiviert reinzukommen. Oh mein Gott, der. Ach, deswegen ist er. Oh mein Gott, der Kreuz hat. Und sich verteidigt. Entfernt den Kopf. Tommy ist auch gestorben. Bei mir ist auch so. Thomas ist auch tot. Tommy, nein! Ja, bei mir. Moggy? Auch gekeulheadet. Hört auf mich, John. Das ist Thomas. Und Tommy ist. Na gut. Haben wir genug? Hä, du weißt das so. Wir haben. 438. Moggy. Tommy ist für mich eine ganz andere Person. Ich kenne einen Tommy und mit dem. Ja. Okay, dann auf geht's. Wollte ich natürlich sagen. Teamwork. Was ist denn mit Tommy los? Reden wir von dem Grundsprecher von Son Goku. Oh, Tommy Morgenstern ist gut. Der ist ein super Synchronsprecher. Ich bin also aus seinem. Ach, du hast ihn. Der hat mal Son Goku gesprochen. Wusstest du das? Der ist wahrscheinlich ganz gut. Ich glaube, der macht noch andere Sachen. Der ist immer noch sehr ganz, aktiv. Ganz nett. Da ist Treibson, da kannst du nicht durch. Wisst ihr, wen Andreas Fröhlich gesprochen hat? Wen? Wisst ihr, also ach, da drüben bist du. Andreas Fröhlich ist der Sprecher. Wisst ihr, welche Rolle er hatte? Gollum. Ist richtig. Okay, ich. Folie hat's richtig gemacht. So, was halten wir eigentlich von der Hundaktion hier? Ich weiß gar nicht, warum was die generell gerade versucht, nochmal reingehen. Ja, ich versteh's auch nicht ganz, was machen die Jungs? Ich glaube, wir haben nicht genug Geld. Wir haben zu wenig. Ja, wir müssen. Wenn sie nichts finden, ist vorbei. Aber wir haben nur noch den einen Tag. Wenn sie jetzt hier sterben, ist vorbei. Ja, wir haben nur noch diesen Tag. Den ersten Tag haben wir jetzt nicht beschissen. Und das war auch richtig gut. Also, das war ein richtig langer Run, den wir gerade verkacken. Oder? Wir haben schon. Ja, das müsste jetzt der dritte. Wir haben dreimal schon überlebt oder zweimal überlebt? Nee, vier. Das ist der vierte Cycle, glaube ich. Also haben wir schon dreimal drin. Oh, fuck. Achtung. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Hast du die Schaufel? Das überlebt. Nee, irgendwo müsste das Fully gleich in der Schaufel liegen. Oder wir gehen nochmal mit dem Jetpack in den Fire Exit. Die zwei Gamer hier. Taschenlampen abwerfen? Die machen das, ich hab Vertrauen in die. Mit Taschenlampen abwerfen. Boah, der Coil hat da drin, macht halt Fire so schwer alles. Aber den gibt's hier irgendwie nicht. Schaffen wir es zeitlich noch mit dem Jetpack da hochzufliegen und dann... Ja, klar, wenn du jetzt losgehst, dann schaffst du es noch. Und wer hat eine Schaufel? Fully. Ich weiß nicht, ob er links oder rechts liegt. Ist der Fulltime-Gamer. Ich würde sagen, wir können rennen, einer läuft links durch, einer rechts und dann gucken wir, was passiert. Okay, klingt auch cool. Let's go. Du ich war vor kurzem in Mainz und ich lande als Rollzeit. Ich wollte Fully ein Bild davon machen und ihn Rolltime Games nehmen. Okay, ich bin links. Oh nein, die Weiche Fully. Alter, Tommy, ich mache das. Ich liebe dich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Boah, das ist so ein Pickel, das ist unglaublich. Ja. Nee, ich mach das nicht. Oh Gott. Und von drei Viechern. Hi, Babe. Ja, es ging gut, bis der Stomper kam. Ja. Ey, wir hatten einen langen Run. Wir haben dreimal schon die Deadline überlebt. Ich möchte mich entschuldigen für meine Leistung. Eventuell war es nicht das Beste, was ich hätte machen können, direkt in den ersten 5 Sekunden in Treibsand zu versinken. Ich weiß, ist halt passiert, ne? Vor allen Dingen. Was man dazu sagen muss, du bist einfach straight out. Straight ja, ich bin direkt auf zum Treibsand. Ja. Er ist direkt zurückgelaufen. Du bist einfach weitergelaufen. Einfach rein. Ich dachte, das kann nicht so tief sein. Ich werde einfach weiterlaufen und dann kann ich am anderen Ende wieder hoch. Der Treibsand ist aber tatsächlich sehr tief. Yippie. Also wenn man merkt, dass man Treibsand ist, dann am besten umdrehen. Ja. Okay. Seht ihr, so haben Johnny, wir was gelernt. Johnny, darauf müssen wir die Sachen nicht mehr aufladen. Johnny, ja, Ich schon. Johnny will mit dem Jetpack in die Sonne fliegen. Ich werde überleben. Okay. Bericht die Sonnenstation. Von unseren Abenteuern. Okay, Jungs. Hat mich gefreut. Wenn du es überlebst, dann kannst du uns dann erzählen, warum du immer auf R fettfingerst. Flieg zur Sonne. Und er ist... Ich glaube, er ist eher in die andere Richtung zur Sonne geflogen. Ist er gestorben? Aber es war weird. Nee, er lebt noch. Ich geh runter. Oh.
Hallo. Hallo. Er lebt doch, stirbt. Hier werden wir nicht, vielleicht nicht umgebracht. Johnny, du bist hier. Du hast schon wieder gefettfingert. Ja. Ja. Hey, warum hast du mir dann gesagt, ich habe gefettfingert? Ich habe deswegen R gedrückt extra. Nein, dass du... Nein. Ja, ja, ja. Boggy, ich meinte generell nicht im Moment. Ja, merke ich jetzt auch, aber merkst du selber, wa? Jungs, nee, ich bin nicht schuld daran, dass du dich ständig gemutet hast. Okay. Jungs, frag mir mal, ich zeige euch was. Okay. Okay. Hier kann man drauf? Ja. Okay. Ja. Dann hier? Ja. War ja so fucking cool. Dann einmal hier nochmal. Und dann da. Hier gibt's die Lichtschalter. Und hier kann man irgendwann, glaube ich, in das Gebäude reinbohren, indem man diese Stromapparate, die man klaut, da reinsetzt. Aber das geht noch nicht. Oh, das wird cool, wenn es geht. Gute Arbeit, Johnny! Ich hab gerade das laute Platschen war. Das hat das was zu sagen, was ist so viel besser? Das ist ja so auf Schienen und das fährt dann wahrscheinlich hier an die Wand rein und dann kann man da rein. Nicht sogar ein Kreis. Oh. Gott, das sind die Hintergrundgeräusche laut. Welche will denen nur die Hintergrundgeräusche leiser machen? Naja, ich gehe dann mal zu Johnny. Ja. Bye-bye! Woo! Hey, Jungs! Kommt rein, es ist angenehm. Ah, es ist ich bin auch bei Johnny. Ja. Wo bist du gestorben? Es ist angenehm lauwarm heute, das Wasser. Wo bist du gestorben, Maeve? Ich bin, glaube ich, zeitgleich mit Johnny runtergefallen. Gibt's Schwimmflügel? Nee, ich bin als Erster. Deswegen war das Platschen so laut. Ja, ich hab den Sprung nicht rüber geschafft zu euch. Ich will mir das auch mal angucken, ne? Ich bin mit meinem Jetpack so hochgeflogen, wie ich konnte. Und dann halt. Ah ja, warte, Maeve ist da runtergefallen. Ich hab doch den Anzug von ihm gesehen. Ich dachte, Johnny war aus irgendwelchen Gründen im Default-Anzug unterwegs. Aber schön, dass ich nochmal wiederbelebt wurde dafür. Ah, schön, Leute. Ah, ich wollte noch GG schreiben. Naja. Und so haben wir doch nicht mehr herausgefunden, wo der Quantummond ist. Naja. Was soll man machen? Und jetzt lebe ich wieder. Hi. 16 Tage, 45 Tode. Ich auch. Achso, an jedem Tag sind also drei Leute gestorben. Ich auch. Ich alleine mit 50. Ich auch. Also in 16 Tagen 45 Mal sterben, Johnny, das ist eine Leistung. Wollen wir die Folge wirklich hier beenden oder hätten wir nicht einen schönen Anfang fürs nächste Mal? Direkt mit einem neuen Run. Ja, ich denke, das ist Sinn. Ja. Wieso, es ist doch auch eine Folge rum, oder? Heute mal kürzere Folge, wir haben heute nichts erreicht gefühlt, aber... Oh, falsche Was? Der Gedanke zählt. Yeah. Und beim nächsten Mal legen wir mit Minecraft Steve los. Oh, ich muss mir auch mal überlegen, wen ich beim nächsten Mal anziehe, dass der Content. Bye bye! Lasst doch ein Like da. Was ist euer liebstes Videospiel aus dem dritten Quartal? Es ist ja noch spezifischer. Keine Ports erlaubt. Dann gibt's gar keine Spiele. Captain Toad Ports. Treasure Tracker. Oh, ich bin Stewie. Der sah doch super aus, oder? Maeve, das Schild ist weg. Maeve hat kein Schild. Mann. Tschüss. Tschüss.